Moin Moin, herzlich willkommen Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Runde hier LS19 am Donnerstag. So, heute Abend natürlich wieder Livestream. Und dann denke ich mal mit ein bisschen Glück. Das ist natürlich die letzten Tage jetzt nicht dran, ich glaube aber gestern hat es nicht geklappt mit 25.000 YouTube-Abonnenten. Mal schauen. Aber einige haben hier wieder De-Abo dagelassen, also ne, dementsprechend den Kanal wieder deabonniert, das ging wieder einen ganzen Schwung runter. Man soll glaube ich nicht einfach drüber schnacken, also einfach ist einfach so, ne? Aber vielleicht am Donnerstagabend knacken wir das ja im Livestream, mal schauen. Ja, das hat wieder so nichts gebracht. Abfahrer entlassen. Einmal schnell selbst machen. Ja, aber guck mal, da hinten hat schon was weggeschafft, ne? Also generell ist von dem Feld echt schon was geschafft, aber das also jetzt kleiner Folge schaffen wir es heute nicht, aber im Livestream. Wir gehen aber gleich ins nächste Sojafeld, das wollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal anschneiden. Auf jeden Fall mal anfangen, schon mal das Vorgewende gemacht haben. Ja, Vorgewende ist nicht so viel beim Soja abfahren, aber ja, wieder so hektisch hier. Jetzt dauert bei dem einfach so lange, weil er einfach so viel Kapazität hat. Man immer nicht gewohnt. Sonst haben wir immer noch 14.000 oder so 13.000 abgebunkert. So, kein Kurs geladen. Das hört sich gut an. Wir nehmen mal die 51. Wir machen 3 Vorgewände. Das soll ruhig ein bisschen überlappen. Wir machen das scharf. Gehen auf 20 weniger. Und sagen nach dem Motto, passt schon. Speichern unter F. 51 Dreschen 13 Meters. So, ne? So, hier haben wir genau Platz auch, um anzudocken. So, also wenn da noch Soja drin wäre, aber eigentlich ist da gar kein Soja mehr drin. Stehen die Abfahrer irgendwo anders hier eigentlich oder wo sind die? Das ist auch schon eine schöne Ecke hier gerade. Ein bisschen knapp werden, lieber einmal zurücksetzen. So, wo sind denn die Abfahrer? Sind die jetzt irgendwo hängen geblieben? Ne, da kommt einer. Der andere. Oh, er arbeitet auch noch. Unser Testwagen. Testträger. Ah ne, jetzt sind beide da, okay. So riesig ist das Feld auch nicht, ne? Aber gut. Das einige, glaube ich, haben den Wald noch mit weggemacht da hinten, ne? Und das dann zusammen verbunden. Das wäre auch nochmal eine Mammutaufgabe. Vielleicht können wir auch im 1000er Stream einfach mal 2 Stunden Forst machen. Es kam ja schon mal der Vorschlag, dass wir den Wald hier oben kaufen. Den hier. Und den wegballern und noch ein neues Feld draus machen. Aber warum nicht eigentlich überlegen, den Wald zu kaufen und den Wald zu kaufen? Und 48 und 51 zusammenzulegen. Nur noch ganz am Rand so ein bisschen was stehen lassen. Das wäre heavy, oder? Das wäre mal ein bisschen dieses andere große Feld dann.
Müssen überlegen, dass wir erst was im Frühjahr anpflanzen. Wir würden eine Menge Holz bei rauskriegen. Das Sägewerk kann aber nicht schaden. Das Sägewerk hat, glaube ich, schon länger nichts mehr an Holz. Und dann hätten wir mal wieder ein bisschen Vorrat. Und wir hätten auf jeden Fall bestimmt 2 Stunden Potenzial für Bäume fällen. Da sind auch ein paar Bäume, die gehäckselt werden müssen. Also wir würden auch 4 Hackschnitzel bei rauskriegen für Pellets. Das ist eine Idee, ne? Wer von euch hat das gemacht? Man hier außen stüttern das nicht und dann hat man da einfach ein Mega-Monster-Feld. Weil der ganze Wald ergibt natürlich eine Menge Hektar und das Feld so zusammenzulegen, das hätte irgendwie was. Auch wenn man hier halt nur so einen schmalen Streifen nachher hat, das ist trotzdem natürlich ein Feld, wo man so mit 2 Stücken eben drischt. Ne? Wir in Zukunft natürlich dann auch mit mehr Mähdreschern aufs Feld müssen. Ja, man könnte dann, damit es nicht zu heftig nachher beim Abfahren wird, zum Beispiel Raps oder so anpflanzen. Ja, leer, also dementsprechend kann der Drescher noch ein bisschen was. Knapp geworden sein. Einmal schon was gucken. Nicht schön, ja. Ich warte vielleicht lieber kurz. Genau deswegen. Weiter rauszoomen kann ich nicht. Da sind wir ein paar Meter Vorsprung. Was macht er? Kriegt keinen Abfahrer mehr. Macht er? Kriegt keinen Abfahrer mehr. Das ist schlecht. Hier stehen aber noch welche. Okay, er fährt auch. Die machen das schon irgendwie, ne? Das wird heißen, man müsste dieses hier wegnehmen, ne? Und hätte dann irgendwo auf dieser ganzen Breite oder noch mehr dann. Ja, dann wäre das andere Feld noch gar nicht breit genug. Wenn man dann näher noch Richtung Außenkante gehen würde. Ja, wäre krass. Wäre ein krasses Projekt. Da haben wir, ja doch, da haben wir, glaube ich, mal die Möglichkeit abzubunkern. Das Rohr ist nicht ganz so schlimm wie bei dem Lexions. Ich finde, eine Ladung geht noch in die Gemüse hier Fabrikgeschichte da für die Sojaschnetzel. Und Sojamilch, weil das sind ja sonst ans Beisauprodukte, wo man sagt, ja komm, nice to have, lohnt nicht in der Menge. Dass wir den Rest Sojabohnen dann vielleicht schon in die Ölpresse sozusagen reinpacken, Sojaölpresse. Also die letzten Drescheraufnahmen hier, ne? Diese Saison, weil danach gibt es definitiv kein Feld mehr.
was noch gekauft und gedroschen werden kann, außer sagen wir jetzt mal Mais. Wir könnten natürlich noch das große Feld auf der Insel, das kleinere Feld auf der Insel kaufen. Aber da werde ich, glaube ich, eher Abstand halten. Denn eher hier noch ein paar Meter anbauen und dann zum anderen Feld durchschlagen, was natürlich eine heftige Geschichte wäre. Allein, warte mal, die Kosten für die Ländereien. 700, 1,5, 1,6 Millionen. Nicht ohne. Lassen wir erstmal stehen. Wir müssen mal gucken, ob hier nichts mehr passiert. Alle voll sind oder was? Da hinten kommt gerade einer angefahren. Aber definitiv im Stream haben wir das heute Abend geschafft. Das ist nicht mehr so viel, was hier fehlt. Der ist einiges voll. Nehmen wir den zweiten. Bisschen stufig das Ganze, oder? Naja. Schafft er sogar noch, aber da wird nicht mehr viel Platz sein. Die andere Lektion ist mittlerweile auch leer. Einmal kurz gucken, wie viel es genau ist. 4%, die kriegt er gleich auf dem Rückweg mit dann. Ja, trotzdem muss das, warte, müssen beide oder nur das eine? Das müsste nicht gepflügt werden. Ist dann immer blöd wegen diesen unterschiedlichen Geschichten, ne? Das eine Stück vom Feld braucht was, das andere nicht. Wenn schon, denn schon wohl. Oh ja, also das... Er wird locker die Bahn hier schaffen. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Das schafft er locker. Überholen ist aber auch schlecht. Lassen wir uns voll stauben. Aber guck mal, der kleine Streifen ist fast durch, ne? Das sieht gut aus von der Menge. Hier jetzt aber zack. Die 4% noch schnell gönnen. Also so schlimm ist es gar nicht, glaube ich. Also natürlich einmal mit der Brux durch, alle Bäume wegfräsen, die eh nicht voll erntetauglich sind. Am besten mit zwei Anhängern abfahren, zack, zack. Das geht schnell. Ja, und dann mal 2 Stunden Vollernter-Power. Eine Stunde abfahren. Und eine Stunde Stuppenfräsen wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich alles komplett untertrieben. Wahrscheinlich brauchen wir mehr Zeit. Komm, dann fahr doch ab. Ist mir egal. Keiner mehr auf dem Feld. Haben die sich irgendwo festgefahren? Den, haben wir den rausgenommen? Eigentlich mal. Der Hühnerfutter.
Aber es ging auch trotzdem relativ gut bisher mit dem Feld. Besser als erwartet. Er wartet zumindest brav. So, folgen wir den nochmal, aber dann kommen wir zum Ende der heutigen Folge, lieber heute. Denn heute Abend ist noch Livestream und, ne, du wirst es da einiges schaffen. Das Feld schafft man locker, das andere mal. Also wir werden das Dreschen heute im Livestream abschließen. Das ist versprochen und auch das Häckseln. Das schaffen wir. Häckseln wird noch ein bisschen länger dauern. Aber mit beiden Häckslern, wenn es erstmal wieder anläuft, geht das auch ratzfatz. Also ich würde sagen, das schaffen wir alles heute Abend im Stream. Sei denn, es geht irgendwas kaputt, aber wir sind ja nicht bei Gold Rush, sonst hätten wir andere Probleme. Das passt ungefähr. Eine schleicht sich auch schon langsam ran. Dabei tut das nicht Not. Jetzt sollen wir den hier voll machen. Jetzt fuhr der aber auch gerade ein bisschen schnell gefühlt, oder? Sah das nur so aus, dass er einfach mal kurz Vollgas gegeben hat. Ansonsten lief es doch einigermaßen gut in der heutigen Aufnahmesession, die natürlich jetzt über eine ganze Zeit lang lief. Es waren ein paar Folgen am Stück, die ich jetzt aufgenommen habe. Ja, aber den machen wir noch leer und dann war es das. Das war der erste Anhänger, ist full. Ob wir es noch schaffen. Ach. Jetzt fühlt er sich irgendwo blockiert durch uns. Ja, wie gesagt, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schaltet gerne heute Abend im Livestream rein. Vielen, vielen Dank, bis dann und tschüss.